Eva Bulling-Schröter ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine leere Haushaltskasse wirkt manchmal Wunder. Und sie hat anscheinend fertiggebracht, was Bundesregierung und auch die vorherigen Regierungen stets abgewiesen haben, eine Brennelementesteuer zur Abschöpfung der Extragewinne der Atomwirtschaft aus dem Emissionshandel. Und wir, die Linke, haben das ja in jeder Haushaltsberatung gefordert, wurde immer abgewiesen. Jetzt liegen Anträge von SPD und Grünen vor und auch die Bundesregierung wünscht sich das. Aber lieber jetzt als nie. Schließlich wird mit einer Brennelementesteuer ein unhaltbarer Zustand beendet, nämlich der, dass die Atomindustrie zusätzlich subventioniert wird. Und zwar irrwitzigerweise seit 2005 durch ein vermeintlich umweltpolitisches Instrument, den Emissionshandel. Dann, wie funktioniert das? Wir wissen, Zertifikate, CO2-Zertifikate werden gehandelt. Unternehmen erhalten die, zum großen Teil kostenlos, ein Teil wird gehandelt. Durch den Emissionshandel steigt der Großhandelspreis an der Strombörse, denn die Betreiber von Kohlekraftwerken schlagen den Handelspreis der CO2-Zertifikate auf den Strompreis drauf. Dass sie die Zertifikate bislang geschenkt bekommen haben und so Milliarden an Extraprofiten einfahren, halte ich für einen großen Skandal. Wenigstens ab 2013 müssen die Kohlekraftwerke die Emissionsrechte ersteigern. Dann endlich könnte der Emissionshandel von einer Gelddruckmaschine zu einem Klimaschutzinstrument werden. Und der zweite Skandal ist der, um den es sich heute hier dreht. Der höhere Handelspreis für Strom nützt auch der Atomindustrie, die ja mit dem ganzen CO2-Emissionshandel eigentlich nichts zu tun hat. Denn der Handelspreis bildet sich an der Strombörse nach den Grenzkosten des jeweils teuersten Kraftwerks, das noch zur Versorgung benötigt wird. Und dies ist meist ein Kohlekraftwerk, das auch den CO2-Preis kalkulieren muss. AKWs liegen mit ihren laufenden Kosten stets drunter, verkaufen aber zum Kohlekraftwerkspreis. Die AKW-Betreiber streichen also zusätzliche Profite ein. Und diese sogenannten Windfall-Profits, darauf haben wir immer wieder hingewiesen und sind immer wieder abgewiegelt worden, werden die Atomkonzerne auch noch nach 2012 kassieren, wenn die Kohlekraftwerke längst ihre Zertifikate ersteigern müssen. Bisher wurde das alles von der Politik als verschmerzbarer Kollateralschaden behandelt. Und ich halte das für absurd, denn es handelt sich um riesige Summen, die die Stromkonzerne stark machen und für die die Verbraucherinnen und Verbraucher blechen müssen. Das Öko-Institut schätzt insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro leistungslose Extraprofite pro Jahr für die Atomsparten von RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW. Diese Summe kommt noch obendrauf auf jene 125 Milliarden Euro Finanzhilfen und Steuervergünstigungen für die Atomabenteuer, die insgesamt von 1950 bis 2008 geflossen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke steht für einen unverzüglichen Atomausstieg. Bis dieser vollzogen ist, muss jedoch eine Brennelementesteuer die Extragewinne der Atomkonzerne aus dem Emissionshandel abschöpfen. Es geht also ausdrücklich nicht um einen Handel Laufzeitverlängerung gegen Brennelementesteuer, wie das zum Beispiel Herr Kauder gestern im Morgenmagazin zusammenbastelte. Nein, es geht nicht darum, um diese Verbindung. Allerdings müssten auch schnellstens jene Extragewinne kassiert werden, die die Kohlekraftwerksbetreiber bis 2012 aus dem Emissionshandel ziehen. Ansonsten könnten Böswillige tatsächlich von einer Bevorteilung der Kohle gegenüber Atom sprechen. Denn unbeachtet bleibt ja weiterhin, dass bis 2012 auch die Kohlekraftwerksbetreiber Windfall Profits kassieren. Denn die bekommen bis dahin ihre Zertifikate geschenkt und das spült ihnen je nach Zertifikatspreis 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen. Diesen gewaltigen Brocken könnte der Bundesfinanzminister auch gerne einsammeln, dann bräuchte er nicht
an die Sozialleistungen ran. Aber dafür fehlt ja offensichtlich der politische Wille. Zurück zur Brennelementesteuer, was die Höhe angeht. So sollten zusätzlich zu den Emissionshandelsgewinnen auch jene Kosten berücksichtigt werden, die für die Altlastensanierung auflaufen. Die Bruchbuden Asse und Morsleben sind zu einem gehörigen Teil durch westdeutsche AKWs bestückt worden. Dafür haben sie nur Peanuts bezahlt. Darum ist jetzt ein Nachschlag fällig. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, FÖS, hat zur Höhe der Steuer Vorschläge gemacht. Ich denke an einen Steuersatz, der am Ende rund 3,5 Cent je Kilowattstunde Atomstrom entspricht, wäre durchaus angemessen, denke ich, und das ergäbe zusätzliche Haushaltseinnahmen von knapp 5 Milliarden Euro im Jahr. Also mehr als das Doppelte dessen, was dem Finanzminister vorschwebt. Atomkonzerne saftig besteuern, statt Sozialleistungen kürzen, wurde ja vorher schon diskutiert, wie toll der Sparhaushalt ist. Es geht immer darum, Umverteilung von unten nach oben. Und es werden die Ärmsten sein, die bluten müssen mit diesem Sozialhaushalt und nicht diejenigen, die die Profite einfahren. Atomkonzerne saftig besteuern, statt Sozialleistungen kürzen. Das wäre zukünftige Finanzpolitik. Und dann wird immer gesagt, geht ja nicht, EU, nicht EU-kompatibel. Finnland und Schweden machen uns eine vergleichbare Steuer vor. Argumente, das ginge alles nach dem EU-Recht nicht, sind also vorgeschoben. Und ich meine, Herr Schäuble sollte hier handeln. Zum Schluss noch, wir haben im Umweltausschuss gestern das sehr intensiv diskutiert. Da war auch ein Vorstand von RWE da. Und die sind ja so arm. Und er hat gesagt, wenn wir die Brennelementesteuer bezahlen müssen, dann sind wir nicht mehr börsenfähig. Und sie machen super Gewinne. Und die können wir in den Börsenblättern lesen. Und Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, Sie reden immer darüber, dass der Verbraucher mehr bezahlen muss. Wir wollen an die Gewinne dieser großen Konzerne. Das ist sozial und das ist auch ökologisch. Wir wollen mehr regenerative Energien. Mit Ihrer Verlängerung der Laufzeit werden Sie den Ausbau regenerativer Energien verhindern. Das wollen Sie. Sie wollen die Konzernmacht weiter stärken. Das wollen wir nicht. Und aus diesem Grunde brauchen wir erst bei diesen Steuern und eine Gewinnabschöpfung der großen Konzerne. Danke.